es durchzusetzen. Das Team des FC Kopenhagen. Auch schon, muss man sagen, sehr beeindruckend, dass ein Fußballclub auf Counter-Strike setzt. Nee, ganz, ganz. Also es wäre auch für North sehr bitter, wenn man nicht aufs Major fährt. Würde ich mir auch nicht vorstellen. Oder beziehungsweise Minimum aus meiner. So, es geht los, meine Freunde. Und damit North startet auf der CT-Seite. Pardon. Ein Start zu auf der CT-Seite, sehr interessant. Und es geht an der Rampe sehr flott nach vorne, weil die instant unter Druck gesetzt. Also, die Jungs von North haben auf jeden Fall erstmal gut hier schlucken müssen, aber AZ hält ja weiter gegen. Der Autodirector hat immer noch keinen Bock, dann müssen wir das halt manuell machen. So, Faven kriegt hier den Kill Richtung Tür und man versucht jetzt natürlich auch bei Sprout gegenzuhalten. So, Refrag von Kirby, aber dann ist auch Pierre Percy wieder da. Damit ist es nur noch Cadian im 2 gegen 1. So, sucht dann nochmal das Duell. Aber es wird sehr schwer für ihn. Smoke das Ganze nochmal ab. Versucht die Gegner so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Aber da müsste er jetzt rangehen und einfach nur durchgefüßen und das wird hier nichts mehr. Also Percy kann das Ganze beenden und damit geht hier erst runter ins Sprout. Schnell an der Rampe runter. Und durch. Also. Damit gehen die ersten Kills an Percy, Faven und NATO Safex. Und Dennis und Speedy gehen erstmal leer aus. Und Wald und Cadian konnten auch nicht viel machen. Also. North mit dem Force bei. Also schauen wir mal. Es geht im Außenbereich durch. Tempo wird angezogen. NATO Safex erstmal an der AK. So, die Smoke gibt so ein bisschen Backup. Trotzdem zieht man hier rein. Da versucht Kirby auf jeden Fall den ersten Kill zu setzen mit seinen Teammates. Der Main wartet immer noch Speedy, aber ist schon Richtung Secret durch. So, NATO Safex mit Nummer 1, aber es wird weiter gegengehalten und Percy. Was ist denn mit dem Autodirector? Warum funktioniert der denn nicht? Ne? Das ist richtig gut. Kein Support heute für Jitko. Nur alles selber machen. Ist nicht so geil. So, das geht auf den Sport drauf. Und dann ist es Kirby, der ist beendet. Also die Runde geht an die Junge, an die Jünglinge der Nordmänner. Und zwar North. Mann, das gefällt mir nicht, dass der Autodirector wirklich nicht funktioniert, weil es macht das Leben extrem leicht. Alleine ist komplett, das zu machen, ist schon nicht so geil. Naja, machen wir das Beste draus. So, und damit geht es für Sprout wieder in den Forceball. Also man verliert die Runde und damit hält hier North erstmal gegen Walde. Er entscheidet das Ding erstmal in der Rampe, damit Kirby allein auf sich erstmal Richtung Main gestellt. Klar, da kann ein schneller Frag kommen, aber Cadian ist noch dabei. Den haben sie zwischenzeitlich an die Scout gestellt, da versucht man Moskau zurückzupushen, da passt aber NATO Safex mit der CZ auf. So, der eine Step noch im Window nach vorne, NATO Safex will ihn jetzt nicht direkt hier challengen, sondern will über die Seite nochmal reinfallen, kommt doch aufs Köpfchen drauf. So, schon mal 3K gemacht, aber der Rest seines Teams ist gefallen, das heißt nur noch Gate und AZ über. Also Schaden ist auf jeden Fall gegeben. Aber es wird an dem Landsmann liegen, das für sich zu entscheiden. Also er kämpft hier natürlich gegen seine Landsmänner, das dürfen wir halt nicht vergessen. Aber Freunde, hier gibt es keine Freundschaften. Das sei vorneweg gesagt. Hier wird mit harten Bandagen gekämpft. NATO Safex muss jetzt erstmal die Bombe picken. So, und damit wird er hier natürlich auch versuchen, nochmal das Ei auf den Spot zu bringen. Vielleicht irgendwo eine 1 gegen 1 Situation bekommen, was nicht so leicht ist, weil North sich eigentlich da gerade ganz gut aufgebaut hat. Klar, sehr einzeln, aber Refrag kann hier auf jeden Fall auch schnell geholt werden, aber schlägt die XM zu. Und damit ist das Ding hier entschieden. Also, 2 zu 1, tolle Runde. Von dem Mann aus Dänemark. Aus Seidmundsbrut. Ja, und damit kann man zumindest 3 Waffen rausnehmen. Ist dann natürlich auch etwas teurer für North geworden. Aber die Runde gibt es erstmal keine Waffen bei Sprout. Also, da muss man sparen. Das geht direkt Richtung Rampe nach vorne erstmal. So, versucht er jetzt so ein bisschen Walde aus dem Weg zu gehen. Ein bisschen durchzuspringen. Vielleicht nur selber zu treffen. Die Tracers verraten dann natürlich auch seinen
Winkel der Waffe und wird jetzt nach vorne gepusht. Alles mal versucht, den kurz und schmerzlos den Raum zuzumachen. Gate hat auf jeden Fall gut bei der XM-Schule von Jitgo aufgepasst. Und damit sind nur ein paar Pistolen, die Sprout hier nicht nach vorne bringen, nämlich nur die Glocks. Und damit geht die Route, dritte Runde an North. Also. Winzikorn auch am Start. Und da sehen wir es. 3 zu 1. Also. Es geht auf jeden Fall erstmal in eine positive Richtung für North. Mit der können sie leben. So, und damit heißt es. Neue Runde, neues Glück. Gate wieder mit der Autopumpe. Oben auf der Pommes. Und das ist wirklich eine sehr gute Position. Ich sag ja immer, die XM ist halt ein bisschen underrated. Besonders auf solche Positionen. Oh, unglaublich stark. Hey, sie nimmt hier einen raus. Nochmal die Pumpe hinterher. Gate verschießt da. Und damit kann sich Sprout zumindest mit dem A-Split hier erstmal einen Riesenvorteil erarbeiten. So, Cadian und Walde, die letzten Verbleibenden. Walde kann da zumindest nochmal irgendwie im Vent versuchen, ein bisschen Informationen zu holen. Die Nate kommt nicht wirklich an. Damit einer bekannt und Cadian wird abgefischt. Damit eine 3 gegen 1 Situation. Und dann kann Walde eigentlich fast nur noch safen gehen. Die Runde ist für ihn gelaufen. Also, Walde wird das Ding hier durchbringen, aber mehr wird es nicht sein in der Runde. Vielleicht kann man hier noch die Waffe wegkanten. So, der eine wird es nicht mehr zeigen. Der ist tot, geht sehr weit nach vorne. So, und Walde soll nochmal gehandelt werden. Aber da stirbt. Oder da weiß Dennis, dass er auch stirbt. Und was macht er dann in dem Fall? Er sucht halt einfach nochmal den Kill. So, und in dem Fall ohne Erfolg. So, schön aus dem Hörsaal. Alle auch was. So, es tut mir echt leid, wenn ich nicht auf dem einen oder anderen Kill bin. Es ist ein bisschen schwierig halt, zwei gleichzeitig Autodirector zu spielen und gleichzeitig zu casten. Das heißt, das eine leidet natürlich dann unter dem anderen und dann versuche ich lieber auf einen Spieler drauf zu kommen und versuchen euch ein bisschen was zu zeigen und die Sache zu kommentieren. Macht es ein bisschen schwieriger, also es tut mir leid, wenn wir nicht alle Kills sehen. Ich gebe mein Bestmöglichstes, aber Nuke ist jetzt auch nicht gerade so die dankbarste Map, wo ich sagen würde, da kannst du gleichzeitig observen und casten. Ne? Ist ein bisschen undankbar für den Jitgo, aber da machst du halt nichts. Ne? Auf jeden Fall geht es Richtung B drauf, man kommt hier zügig durch, findet man jetzt auch Walde, weil er kann hier den ersten setzen, noch einen zweiten hinterher, aber Faven ist drauf. Der Schuss hat sich auf jeden Fall gut gewaschen, aber zwischenzeitlich Cadian mit dem nächsten Kill. 4 gegen 2 Situation, Faven versucht jetzt hochzuziehen, da muss er aufpassen und das wurde jetzt auch von AZ gehört. Was macht sein Mate? Das ist Speedy an der Tür. Also sammelt hier nochmal, versucht nochmal Zugriff zu wagen und das gewinnt sogar Faven. Damit eine 2 gegen 1 Situation, Bombe soll geplantet werden, Kirby kommt über die Main, sein Mate kommt über Pommes. Und da wird jetzt natürlich schwer für Faven, hier das Ding nochmal zu klatschen und damit natürlich auch das Ace auf sein Konto zu buchen. Der Rest der Spieler hat sich hier verraten. So, und was kann Faven hier machen? Es geht nach vorne, Flashbang kommt rein und da hat Faven keine Chance. Da auf Close Distance geht ihr einen einfachen Schritt voraus. Und das ist die dritte Runde für North, also Sprout bleibt bei 2. So, nochmal schnell die Granate rübergeschossen. Schlau, schlau. So, Venom wird genauso viel Spaß gleich haben. Observen und casten ist auf jeden Fall. Ich hoffe, er kriegt Nuke. Weil Nuke ist halt die undankbarste Map. Und beides machen muss. So, auf jeden Fall geht es auf den Spot drauf. Tempo wird schnell angezogen. Gate kann auch wieder mit der Autopumpe zuschlagen. Es wird zeitlich rausgenommen. So, und da versucht man ja einfach nur die Bombe irgendwie durchzubringen. Und North hält das hier ab. Also die Nordmänner stehen hier wie der große Wall aus Eis. Und damit ist die nächste Runde. 10 Kills bei Gate. Der farmt natürlich ordentlich mit der Pumpe zusammen. Das darf man nicht vergessen. Ach, der macht mich gerade auch stolz, ne?
Also, wie gesagt, ich finde halt die XM in vielen Situationen underrated. Es gibt halt Positionen, wo du sie echt vernünftig einsetzen kannst. Und dazu gehört auf jeden Fall der sehr enge Chokepoint, wie hier zum Beispiel. So, wir schauen jetzt nochmal an, was Gate hier macht. So, es ist nochmal eine Pistol Round bei den Jungs von Sprout. Ja, kann auf der erste Headshot gesetzt werden. Ballert er einfach durch, ein bisschen unkontrolliert. So, ich als XM-Profi von euch sagen, das geht auf jeden Fall besser. So, und es ist nur noch Percy, der hier irgendwie durch kann. Aber wird hier dann noch gesehen. So, damit kann AZ die Runde beenden. Und wir haben North auf einem 6:2. So, wird noch gefragt, was mit Big ist. Big ist schon qualifiziert. Die sind schon am Miner vorbei. Die dürfen schon aufs Major fahren. Das heißt, die sparen sich den ganzen Stress hier und können damit schon mal in die weihnachtliche Zeit starten, weil die sind für dieses Jahr fertig. So, Außenbereich wird ordentlich nach vorne gegast. So, Cabby kann da auf jeden Fall erstmal einen Strich durch die Rechnung ziehen. Oh, okay, hat er selbst, oder was er da gemacht hat. Auf jeden Fall hat er sich selbst den Tod gezogen. Auf jeden Fall Speedy da sehr viel Schaden gemacht, aber Richtung A kommen sie nicht wirklich raus. Bombe zwischenzeitlich an der Rampe getroppt. Da hat der gute Waldemar mehr als genug Schaden veranstaltet und den Spieler ausgegeben. Ist extrem ungünstig getroppt, weil sie halt sperrangelweit offen Richtung Rampe liegt. Da kann man einfach zu zweit bereitstehen, zusammen mit Gabby. Und das sei hier verteidigen. Es ist nur noch Faven im 4 gegen 1. Und der müsste jetzt auch das 4K hier runter beten irgendwie. Was jetzt schon sehr schwer wird, wenn man halt mit zwei Leuten an der Rampe das Ganze abdeckt. Fabi bekommt Nuke, Overpass und das 2, aber nicht, nicht gebraucht. Was? Aber nicht gebraucht wird, nur um ihn zu ärgern. Okay. Ja, nice. Ja, bin ich mal gespannt. Aber ich muss euch echt sagen, ich habe vor jedem Observer Respekt, der Nuke hier euch zeigen muss. Oder beziehungsweise das Spielgeschehen so gut wie möglich rüberbringt. Es ist echt nicht leicht. Besonders wenn der Autodirector überhaupt nicht funktioniert. Ja. So, Faven. Tja, ich würde sagen, der will die Waffe durchbringen. Welche Überraschung. 5 Sekunden, jetzt geht's hier nochmal auf die Jagd. Mal gucken, ob Faven das überlebt. 1 Sekunde. Da stehen sie bereit. Und sie wollen auch nochmal hinterhergehen. Kommen sie jetzt zeitlich nochmal rein? Nein, schaffen sie nicht. Und damit bringt Faven diese eine AK durch. Es wird dann nochmal versucht, wahrscheinlich ein bisschen Schaden zu machen. So, es gibt erstmal eine Pause. Waldemar, weil es im Wald geschah. Ah, ihr seid wieder richtig on point. So, kleine Pause. Damit für die Jungs und Sprout natürlich nochmal ein Mittel, ein bisschen zu überlegen, was man gerne machen möchte. Hier heißt es erstmal den sauren Apfel beißen und nochmal zu sparen. Außer Faven, da gibt es halt nicht viel zu sparen. Aber diese 1 AK, die versucht man natürlich jetzt tatkräftig hier einzusetzen und Schaden zu machen. So, 7:2, das Ergebnis bisher für North auf jeden Fall eindeutig solide. Damit können sie arbeiten. So, schauen wir mal, ob sie das noch vielleicht ausbauen können. Chancen stehen auf jeden Fall gut für eine 8. Runde. Für Sprout. 2 Runden vielleicht jetzt erstmal ein bisschen wenig, aber die Partie nimmt natürlich noch ihren Lauf. Da sind noch ein paar Runden zu holen. Nämlich 5 an der Zahl. Für beide Teams, beziehungsweise inklusive der, sind es 6 Scoreboard Points. So, Cadian fängt auf jeden Fall an mit der AWP, den ersten Spieler hier aus dem Spielfeld rauszunehmen. Aber Dennis kann hier nochmal zuschlagen. Also, AK fällt da an seine Hände. Da freut er sich natürlich. Kirby da unter Druck zu setzen. Cadian wartet immer noch unten. Und AZ kümmert sich um die Tür. So, da versucht man aber sehr mutig bei Speedy durchzukommen. Dennis nochmal auf der Jagd. Der ist nämlich schon rübergeschossen worden. Deshalb kriegt Faven hier die AK. Nochmal. Jo, das war's. Also. Nächste Runde.
für die Jungs von North. Damit ist 8:2. Sprout, wir brauchen mehr Runden. So, und es nochmal kurz zu erwähnen, von wem der Map-Pick ist. Gehen wir ganz kurz nochmal auf das Map-Betor ein. Also, Sprout hat Overpass rausgenommen, North hat Mirage rausgenommen, Sprout hat Nuke gepickt, North hat Inferno gepickt und Cash war der Decider. Also Sprout, Remove Train und North Dust 2. Finde ich sehr interessant, das 2 so lange drin ist zu lassen. Lief bisher noch nicht so wirklich bei North. Aber man muss sagen, dass halt Nuke echt eine gute Map auch von North ist. Also sie können Nuke spielen und da hat sich, ich würde sagen, Sprout ein sehr schwieriges Pflaster ausgesucht. Man merkt das auch hier, dass North einfach gerade auf Nuke auf der CT-Seite auf jeden Fall die Hosen anhat. Und hier auch sehr beeindruckend mit 9:2 führt. Und das auch verdient. Also, Jungs von North, weiterhin hier das Maß auf dem Server. Nicht wirklich viel gibt es hier zu holen für die Jungs von Sprout. Sind wieder auf der Pistole. Es geht im Ausgleich durch. Zack, Dennis rausgenommen. Und damit zieht man sich bei Azen immer zurück. Na, auf den Kill kauft man nochmal. Also, die CZ kann nochmal zuschlagen. Ist immer nur noch Speedy. Und er kann nochmal zusetzen. Also, schummelt sich aus der Tür raus. Aber sein Mate zwischenzeitlich gefallen. Bombe liegt unten im Secret und da hat er natürlich eine Mammutaufgabe vor sich, versucht irgendwie rauszukommen, wird einfach totgeschossen. 10:2, das sieht so eindeutig gerade aus, so leicht für North. Leichtfüßig gehen sie hier über die Map. Was erlauben Sprout, Tritius? Also ein paar Runden wären natürlich schön für Sprout. Langsam müsste man nochmal 2 Runden drauf buchen. So, und damit geht es nach vorne. Nochmal die Chance. Sprout wieder mit Geld ausgestattet. Es geht erstmal ein bisschen zügiger im Außenbereich mit Dennis und Percy nach vorne. Und da muss man halt wieder gegen den guten Waldemar kämpfen. So. Ansonsten hat man erstmal hier bei North eigentlich keine Probleme. Viel am Setup wird nicht geändert. Eigentlich ändert man gar nichts am Setup. Es ist eigentlich jede Runde das gleiche und es scheint ja auch zu funktionieren. Kirby findet auch Spieler Nummer 1. So, damit ist Percy erstmal Hackfleisch, aber Dennis kann sich hier durchkämpfen. Dennis direkt mit einem zweiten hinterher. So, und jetzt versucht man natürlich irgendwie Richtung Art zu kommen. Zack, passt AZ auf, ist aber natürlich jetzt bekannt. So, wann kommt der Druck über die Tür? Wird von AZ direkt hier disabled und jetzt traut man sich an der Rampe nach vorne. Die Frage ist jetzt natürlich, wie weit kann sich Sprout hier nochmal im 3 gegen 2 durchkämpfen? Nettos FX, der war trocken runtergeschossen. Ja, und damit ist es nochmal die Chance. Also, Sprout, können Sie das runterspielen? Ist hier der Afterplan drinne? Wie gut? Ist von Gate das Timing angehend? Wird auf jeden Fall. Tür geht auf, aber AZ kann das Duell für sich entscheiden. Der hilft nämlich kurz hier mal aus und wird direkt hier rausgenommen. Da war ein Window unterwegs. Damit geht nochmal mit dem Positionswechsel. Weiß, wo ungefähr die Bombe gelegt wird. Wie gut ist das Timing an der Tür? Und es ist perfekt, aber Nettos FX holt hier die Runde. Und damit die dritte Runde auch für Sprout. Ganz, ganz wichtig, dass er da für sein Team nochmal diese Situation entscheiden kann, den Refrag holt und danach natürlich nach dem Bombenplant auch das Duell für sich entscheiden kann. Also, ist natürlich ein schwieriges Pflaster für Sprout. 3 Runden, dann North auf Nuke herausfordern. Ist vielleicht auf einfach, auf lange Distanz gesehen, für North auf jeden Fall das bessere Map-Veto. Also ich persönlich hätte vielleicht North nicht auf Nuke herausgefordert. So meine Meinung. Aber das muss jedes Team selbst entscheiden. Wenn sie schon dabei was gedacht haben, Tobi ist ja auch ein Brain. Und er weiß schon, was er da seinem Team antut. So. Also bisher sehr schlecht die Partie reingekommen, aber es scheint auf jeden Fall ein bisschen besser zu laufen als die Runden davor. Sprout kriegt auch mal eine Öffnung. Aber wird auch direkt wieder von Walde und Gate gut nach vorne gearbeitet.
So, jetzt heißt es hier verteidigen bei AZ. Ja, und da kann er auch direkt den ersten Dings weiter direkt hinterher. Also, AZ und Walde klären mal hier den Spot und damit für Sprout natürlich jetzt 3 Runden. Und es bricht die letzte Runde in Hälfte Nummer 1 an. So, Speedy bisher mit 3 Kills. Dennis mit 6. Ja, es gibt nicht viel zu holen. Also North spielt das eindeutig besser runter, muss man einfach sagen. A-Side gibt es bisher überhaupt keine Chance für Sprout irgendwie durchzukommen. Sie versuchen es halt mal über den Außenbereich. Da finden sie mal die eine oder andere Lücke. Aber das war es auch bisher. So, an der Rampe wird Stress gemacht, weil der geht direkt runter. Rampe bleibt damit offen. So, und Cadian. Der kriegt gleich Besuch. Da wird es gleich an der Tür klingeln. Wo kommt nochmal hinterher? So, die Frage ist, rechnen sie da mit einer Ave? So, also Walde wieder mit der Antwort. Also Richtung A oder B geht es halt fast überhaupt nicht drauf. Oder kann Dennis nochmal die Öffnung finden? Also, Gate geht natürlich jetzt hier ausschließen. Was hat Walde vor? Den Backstep hat er schon mal rausgenommen. Jetzt hat er natürlich einiges an der Rampe zu tun. So, Sison wohl auch da. Grüße gehen raus, Herr Richie. Okay, was war das denn gerade? Auf jeden Fall werden wir komplett mit Wasser überzogen. So, und damit geht es in Zugriff. Also, North versucht die Runde hier nochmal zu gewinnen. Man verhält hier aber gut gegen 2 gegen 2. Faven hier mit der absoluten Joker-Position. Gutem Timing auf jeden Fall. Sehr viel möglich und das Timing passt hier. Es ist nur noch Geld im 2 gegen 1 und der wird hier von Faven abgeliefert. Und damit sind es 4 Runden auf der T-Seite. Ich würde sagen, das Spiel ist noch nicht vorbei, aber es ist sehr, sehr schwer. North hat hier eine gute Partie abgeliefert. Aber wie gesagt, vorbei ist hier noch gar nichts. So, war das jetzt Troll oder ist Sirson wirklich da? Auf jeden Fall, wenn er da sein sollte, Grüße gehen raus an den Herr Rische. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du hier bist. Also, es wird sehr, sehr schwierig jetzt für die Jungs von Sprout. Und er hat wohl einer seine MX 518 bekommen. GZ dazu. Bin stolz auf dich. MX 518 Legendary. So, zumindest der Jens ist da. Jens, was geht? Schön, dass du da bist. Also, er ist auf jeden Fall hoffentlich auf Sprouts Seite. Grüße gehen raus, Mr. Jens. Und die Pistole ist Pflicht für Sprout. Die Pistole ist sowas von Pflicht. Und North zieht das Tempo hier im Außenbereich an. So, man kommt hier auf jeden Fall Richtung Secret-Tür. Schöne Schelle da von Dennis. Aber zumindest hat man hier die Information bekommen. Also Dennis müsste da mehr als genug Informationen für sein Team bekommen haben. Nochmal Faven, der zieht es hier direkt zurück. Man versucht jetzt ein bisschen hinterher zu pushen. Aber es ist der Vorteil. 5 gegen 3 Situation. Rampe steht. NATO Sapphix bereit. Sucht hier auch nochmal die Bombe. Aber da muss Percy erstmal ein bisschen aushelfen. Bombe damit getroppt. Und das ist crazy. Und das war's. Also, Sprout ist noch am Leben. Und die Pistole ist da. 5 zu 11. Für North heißt das erstmal ein wenig schwitzen. Aber nur ein bisschen. Nur ein Lilibit. Küss deine Augen, Tobi. Habibi, mein Freund. Ich auch. Tschüss. So, auf jeden Fall könnte man hier bei North auch mit dieser Runde irgendwo durchbrechen. Sie versuchen es wieder im Außenbereich. Ist schon eine große Lücke und sehr confident, da irgendwie durchzukommen. Also mit CZ ist es machbar. Auf Close Distance weiß man,
Die kann unglaublich viel Damage verteilen. Sie haben ja auch Equipment dabei, was sie zwar im Außenbereich jetzt schon eingesetzt haben, aber eine Smoke ist es noch bei AZ. Und die Frage ist, wie weit kommt KD in vielleicht eine gute Position? Die CZ kann sehr gefährlich werden. So, der erste Spieler gecallt hier und die ist sehr gefährlich in der Position. Findet man jetzt den Spieler hier Richtung Zeit? Refrag ist da. KD muss aber hier aufpassen. Man schießt vorbei. Das gibt's doch nicht. 3 gegen 3 Situation. Die Bombe. Wo ist die unterwegs? Wo ist mein Autodirect? Der funktioniert immer noch nicht. Weil der geht raus, geht Richtung B. Oh, es ist so schwer, Nuke zu... Oh, wird doof. Ich höre auf, mich zu beschweren. So, auf jeden Fall, wir bleiben jetzt einfach auf North. So, Cadian. Weil er hat durchgeschummelt. Und Cadian sucht seine Möglichkeiten. Vielleicht den einen Spieler rauszunehmen. Es wäre so eine gute Runde für North. Den hat er auf jeden Fall gehört. Setzt mit der UMP an. Und Netos FX, der hat natürlich ein Riesenproblem. Wird hier komplett vom Retake abgeblockt. Dann geht's zum Cadian die Schelle. Wenn es mit der UMP nicht klappt, dann nimm einfach die CZ. Und dann macht er da frech 3 Kills mit. So, nochmal rein tappen. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. Cadian kommt an die Tür und Cadian will hier das 4K. Und das bekommt er am Ende auch. Schön gespielt von North. Muss man einfach sagen, besonders von Cadian. Den kann man hier echt mal hervorheben, den guten Mann. So, noch das Tempo, Alter, also kurz und schmerzlos. Will man hier einfach in Richtung A kommen? So, nochmal ein bisschen Schaden. Mal gucken, was das Speedy anrichten kann. Auf den bleiben wir jetzt, auf den liegen wir ein besonderes Augenmerk. Der kriegt aber von Gate direkt den Aimpunch. Das ist viel Schaden, der da verursacht wurde gegen North. Sprout im Force by. So noch Nato Safix und Dennis. Dennis versucht jetzt hier hinterher zu pushen. Zumindest den einen Spieler rauszunehmen. Ein Sorgenkind weniger. Und das kann ich auch erledigen. Sie kommen nochmal in UMP. Dadurch der Retake um einiges leichter. So, die Bombe liegt komplett offen für die Türen. Wird schwer. Besonders, da man auch sehr frühzeitig an Information kommt. Das AK-Upgrade. Jetzt kommen wir fast schon über links, safen zu gehen. Das wollen sie auch machen. Also, Sprout zieht sich hier zurück. Einer geht sogar noch verloren. Und damit Dennis eigentlich gut beraten, hier einfach die AK durchzubringen. So, das tut mir echt leid, sollte ich irgendeinen Kill verpassen. Wie gesagt, der Autodirector funktioniert hier zurzeit nicht. Das heißt, ich muss auf Nuke alles selber steuern. Über 3 Ebenen ist das manchmal etwas schwierig, dann den richtigen Spieler zu finden, besonders wenn es dann ins heiße Gefecht geht. Das heißt, solltet ihr den einen oder anderen Kill verpassen, tut es mir sehr, sehr leid. Aber beides gleichzeitig zu machen, ihr wisst ja, Männer sind nur schwer multitaskingfähig. Ne? So, auf jeden Fall Speedy da an der Rampe und wird hier ja, vom D-Zug auf jeden Fall angefahren. So, ist jetzt auch bekannt, keine Chance dafür, ihn irgendwas zu machen. So, aber die Rotation kommt hier über den Schacht. Wie weit kann Sprout hier mit der Eingang nochmal gegenarbeiten? Und die versucht alles Mögliche, um das Team nach vorne zu bringen. Aber AZ sagt einfach nur abgelehnt. Aber richtig dick abgelehnt. Mit einer dicken 3K-Schelle. Und dann ist nur Faven im 4 gegen 1. So, Faven. Nochmal ein bisschen Schaden. Die Runden werden aber auch immens mit Damage hier aufgewertet. Aber da müssen all die Kills fallen bei Sprout. Und damit steht North kurz davor, den Map-Pick von Sprout hier zu klauen. 14 Runden, 2 fehlen noch für North. Und okay, jetzt gerade wieder irgendwas draußen losgegangen. Hat sich angehört mit CSGO-Granate. Wie so ein Meteoriteneinschlag. So, Sprout, nochmal mit Geld, aber mit den Granaten natürlich jetzt gerade nicht super optimal ausgestattet. Nagel ist schuld am Auto-Director. Ich glaube, damit hat die gute Angie nicht viel zu tun. Ansonsten könnt ihr gerne eine E-Mail schreiben. Twitter hat sie, glaube ich, gar nicht. Aber ihr könnt gerne die Bundesregierung einbinden. Auf jeden Fall sind die da an der unterwegs an der Rampe.
So, Grüße gehen auch raus noch an den Commander. Na, der ist auch am Start. Und schaut hier, was die Jungs hier in CSGO anrichten. Also, Grüße gehen raus. Ich hoffe, dir geht's auch gut. So, und natürlich auch an alle anderen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Aber freut mich natürlich, mal wieder auch die bekannten Gesichter hier zu sehen. Zum Beispiel Tritius. Oder der gute Commander. Oder der Deathproof, der ist auch immer gerne hier. Der gute Jens. Und natürlich APZ. Den dürfen wir nicht vergessen, der ist immer da. Aber Gabby da im Außenbereich nach vorne, so, da wird so ein bisschen gebaitet. Das hat auch gut funktioniert. Gabby wieder mit Spraypattern auswendig gelernt, unterwegs Richtung A-Side. So, das wird hier kompromisslos einfach nur auseinandergenommen. Viel, viel Schaden wird gesetzt Richtung A, hat man keine Probleme drauf zu kommen, nachdem man die Lücke Richtung Heaven gefunden hat und gewinnt hier auch die Duelle. Und das ist das alles Entscheidende, was hier North auf jeden Fall hat, das ist Aiming und Duelle gewinnen. So, und ich würde sagen, also ich will mich jetzt nicht festlegen, ich will mir auch nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber ich glaube, das war nicht der idealste Map-Pick, den North oder den Sprout hier vorgenommen hat. Nuke ist halt schon sehr happig gegen North zu spielen. So, man kriegt sie auch mit. North ist hier einfach ein super eingespieltes Team. So, zumindest kann Faven hier nochmal gegenhalten. Können wir mal kurz auf die Stats gucken. Ja, Sprout erholt sich ein wenig auf dem Scoreboard. Und man sieht es halt bei 5 Runden, da ist er natürlich auch nicht viel mit Kills drin. Auch wenn sie da viel, viel Schaden immer anrichten können. Am Ende ist es halt der kleine, aber feine Nachteil, dass ihnen Runden fehlen und dadurch auch der Druck auch erhöht wird. So. Aber das könnte mal eine Runde für die Jungs von Sprout werden. Also man kann diesmal den offensiven Push hier abhalten, den North Richtung A geplant hat. Damit nur noch Wald und Cadian. Und Cadian wartet auf den perfekten Moment, hier Richtung Wend hochzukommen. Dafür bräuchte er aber das Backup. So, ich weiß nicht, hat das... Ne, ich glaube, das war das andere Model. Gut, nur übernommen. Aber das sieht man, die Waffe. Und die Runde ist erledigt. Also Sprout gewinnt hier Runde Nummer 6. Damit bleiben sie weiter am Leben. Komm, feuert nochmal ein bisschen Sprout an. Wir wollen doch, dass Speedy, Dennis und Faven und Co. natürlich auch hier weiterkommen in die nächste Runde. Es ist noch nicht das aus. Sollte man das hier abgeben mit 2:1 oder 2:0, dann hat man morgen nochmal die Chance. Weil es geht ins Lower Bracket. So, North wieder mit Tempo nach vorne. Natürlich kann man hier kaufen. Den hat man ein bisschen übersehen. Dennis war da auch gerade ein bisschen von der Rolle, dass die da vom Dach runtergehüpft sind. Und das ist genau die Stärke, die North hier gerade auspackt. Einfach durch umschießen. Und solange es funktioniert, sollen sie es spielen. Der Commander wird es genauso machen. Und wird einfach nur umschießen. Und das kann er auch. Dafür das Aiming. So, und jetzt heißt es für North nochmal hier den Spot zu verteidigen. So, es wird natürlich schwer. Windows Smoke kommt rein. Flashbang zieht rum. Ballo den ersten, den zweiten und dann war's das. Also, Sprout kann die Partie nicht für sich entscheiden auf Nuke. Damit ihr Map-Pick für die Cats. Und damit ist natürlich jetzt der Druck etwas höher für North, ne? Das dürfen wir halt nicht vergessen. North ist jetzt natürlich in der Position, hier auf der nächsten Map zu performen. Und wenn ihr es nicht mitbekommen habt, das wäre dann Inferno. Und ob sie das schaffen gegen North, das ist die große Frage. Das werden wir in ein paar Minuten erfahren. Also der Map-Pick geht auf jeden Fall schon mal nach hinten los für Sprout. Meiner Meinung nach, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber ich würde sagen, dieser Map-Pick ist wirklich nicht leicht gewählt. Ja? Also North ist schon kein schlechtes Team auf Nuke. Ne? Und von daher vielleicht nicht die beste Entscheidung, meiner Meinung nach. Aber sie werden schon was dabei gedacht haben. Am Ende hat es nicht funktioniert. Und von daher machen wir eine kurze Pause, sind gleich wieder da mit North gegen Sprout. Bleibt dran, bis gleich.